hier und treffen Sie Didibo auf Tayos Kanal. Freunde fürs Leben. Die kleinen Züge erzählen sich die lustigsten Geschichten. Zusammengebrochen. Und der liebe Güterzug wurde das Zug des Jahres. Wow, wirklich? So ist es passiert. Hm? Oh? Da kommt Sing Sing. Sie fährt von der Arbeit nach Hause. Sing Sing! Oh? Hallo, Sing Sing. Hallo. Hey, Sing Sing, komm schnell her. Diesel erzählt lustige Geschichten. Das stimmt. Ich kann nicht aufhören zu lachen. Wenn du möchtest, erzähle ich die Geschichte nochmal. Heute nicht. Ich muss ganz früh schlafen gehen. Tschüss. Na gut. Oh. Ich wusste es. Wie? Was denn? Ich wusste, dass Xing Xing nicht mit uns spielen mag. Was? Oh. Ich glaube, dass Xing Xing lieber alleine ist. Sie lächelt nie, sie hält nicht an und sagt nie Hallo. Niemals? Sie hält sich für was Besseres. Das stimmt überhaupt nicht. Ich muss nur morgens schon sehr früh auf den Gleisen sein. Ein neuer Tag beginnt in Großtöffingen. Sing Sing! Guten Morgen! Morgen! Oh? Hey Sing Sing, bekommst du eine Wäsche? Ja. Oh? Diesel hatte recht. Sing Sing lächelt nie zurück. Oh? Ah, das Kitzel! Was für ein Gefühl. Warte, Sing Sing. Oh. Tada! Jetzt sehe ich aus wie Meister Herb. Du siehst ihm schon ein bisschen ähnlich. Didibo, bitte fahr gleich los und pass auf dich auf. Wie lustig. Oh, du hast gelacht. Didibo? Oh? Bitte fahr gleich los und pass auf dich auf. Verstanden. Oh? Hab ich's nicht gesagt? Ja. Bitte aussteigen. Ach, wie schön. Endlich angekommen. Puh, war das anstrengend. Sing Sing! Warte auf mich! Hallo, Didibo. Du bist wirklich blitzschnell. Ich wäre gern so wie du. Findest du? Wie nett, ich wäre aber lieber wie du. Aber warum das denn? Du findest immer schnell neue Freunde. Ich versuche es ja, aber es fällt mir schwer. Hi, Sing Sing! Tschüss, Sing Sing. Ich bin viel schneller als alle anderen. An den meisten Bahnhöfen rase ich nur vorbei. Ich kann nie anhalten, um Hallo zu sagen. Aber ich wäre so gern mit allen befreundet. Du willst neue Freunde? Ich helfe dir dabei. Wirklich? Kannst du das? Und ob ich das kann? Komm mit! Na gut. Didibo will Sing Sing dabei helfen, neue Freunde zu finden. Wenn du lustig bist, findest du leicht neue Freunde. Wie geht das? Pass auf! Hui! Und? War das nicht lustig? Total. Gut, und jetzt du. Oh, ich? Ich trau mich das nicht. Du bringst bestimmt alle zum Lachen. Wenn du meinst. Wie ist das? Das war schon ganz gut. Versuch, echte Grimassen zu ziehen. Du kannst es. Das war schwer. Jetzt arbeiten wir an deiner Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist mein zweiter Vorname. Wo willst du denn hin? Warte doch! Was ist los, Didibo? Ich meinte doch nicht, dass du schneller werden sollst. Soll ich langsamer fahren?
Genau. Du bist schneller als wir anderen. Wir können überhaupt nicht mit dir mithalten. Deshalb musst du auch langsamer fahren. Dann hast du auch endlich Zeit zum Plaudern. Alle werden sich darüber freuen. Gut, ich versuch's. Langsamer und noch langsamer. So. Und Lektion 3. Mach deinen Freunden Komplimente. Komplimente? Ja, alle Züge mögen Komplimente. Versuch mir ein Kompliment zu machen. Dir? Jetzt gleich? Jep. Komm schon. Bei mir wird dir das besonders leicht fallen. Du bist einfach der netteste Zug von allen. Findest du? Ich gebe mir auch immer Mühe, nett zu sein. Was magst du noch an mir? Ich will es unbedingt wissen. Mir fällt aber nichts mehr ein. Komm schon, sag es mir. Titipo, Titipo. Titipo und Sing Sing haben einen ganzen Tag lang geübt. Jetzt warten sie auf ihre Freunde. Sie müssten längst hier sein. Da sind sie ja. Ich glaube an dich. Danke. Titipo! Sing Sing ist auch hier. Hallo. Hey Leute, ich will euch was zeigen. Oh. Wow, was ist das? Ich bin neugierig. Oh Mann, oh Mann. Dann leg doch mal los. Fertig? Sing Sing, geht's dir nicht gut? Bist du krank? Wir machen uns wirklich Sorgen. Sollen wir dich zu Theo bringen? Aber ich bin nicht krank. Mir geht es gut. Oh, das ist fürchterlich schiefgelaufen. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Ja, was ist los? Hört mal, Sing Sing möchte euch was sagen. Was? Was willst du uns sagen? Komm schon, mach den beiden Komplimente. Genie, ich finde, dass du ein tüchtiger und sehr starker Zug bist. Oh, du denkst, dass ich stark bin? Ja, Diesel, du bist so sauber und immer hilfsbereit. Hä? Sing Sing, du hast die beiden verwechselt. Ich meine umgekehrt. Natürlich finde ich Genie sauber und Diesel stark. Oh, das geht gerade mächtig daneben. Du machst doch sonst keine Fehler. Genau. Recht hast du trotzdem. Ich bin wirklich stark. Und ich bin viel sauberer, als du denkst. Es hat funktioniert. Titipo! Sing Sing! Vielen Dank. Du hast mir geholfen, neue Freunde zu finden. Hab ich doch gesagt. Ich wusste, dass du es schaffst. Moment. Eine Sache müssen wir noch erledigen. Was meinst du? Wir stürzen uns gemeinsam ins Abenteuer. Ins Abenteuer stürzen? Auf einem lustigen Ausflug lernt man sich am besten kennen. Frag doch mal Genie und Diesel, ob sie Lust haben, mit uns zu picknicken. Gute Idee. Hallo, ihr beiden. Trau dich, na los. Habt ihr vielleicht Lust auf ein Picknick? Wow, was für eine großartige Idee. Das klingt nach viel Spaß. Bin dabei. Ich auch. Heute ist der Tag, an dem die Freunde picknicken fahren. Wow, was für ein schöner Tag. Ja, einfach wundervoll. Ich freue mich auf den Hafen und das blaue Wasser. Wir kommen! Ich mag, dass wir uns beim Fahren unterhalten. Ja, einfach toll. Wir haben's nicht mehr weit. Gleich sind wir am Ozean. Ja. Sing Sing. Oh? Meister Herb, was gibt's? Heute sind viele Touristen unterwegs. Wir brauchen noch einen Schnellzug. Kannst du heute Nachmittag arbeiten? Oh, ja klar. Sehr gut, dann komm jetzt bitte zurück. Na klar. Musst du jetzt wirklich los?
Ja, Meister Herr braucht meine Hilfe. Aber wir sind gleich da. Es tut mir leid. Ich habe mich noch so auf Sing Sing gefreut. Ich auch. Ich habe eine großartige Idee. Wirklich? Einfach mir nach. Warte doch. Sing Sing ist fertig mit der Arbeit und fährt nach Hause. Ich wäre lieber beim Picknick gewesen. Sing Sing! Hallo, Freundin! Hallo, Freunde! Was macht ihr denn hier? Das Picknick! Wie sollen wir das denn ohne dich machen? Und wir wollten zusammen nach Hause fahren. Nächstes Mal machen wir ein Picknick. Danke. Ihr seid so toll. Gern geschehen. Dafür sind Freunde doch da. Genau. Sing Sing sieht sehr glücklich aus. Sie wird heute Nacht bestimmt von ihren Freunden träumen. Was ist nur mit Manny los? Was für ein schöner Morgen. Und da ist auch schon Ditibo. Haha, Hallöchen, Meister Herb. Oh, Ditibo, guten Morgen. Für dich geht's zum Industriegebiet, stimmt's? Stimmt. Meister Herb, melde mich zum Dienst. Oh, da bist du ja. Darf ich vorstellen? Das ist Ditibo. Und das ist Manny, unser neuester Güterzug. Freut mich. Freut mich auch. Ihr müsst heute beide ins Industriegebiet, also könnt ihr zusammenfahren. Fahr einfach vor. Klar. Ditibo und Manny sind auf dem Weg ins Industriegebiet. Nach der Arbeit stelle ich dich meinen Freunden vor. Klingt gut. Du wirst sie ganz sicher mögen. Ah, mein Freund Diesel ist übrigens auch ein Güterzug. Wirklich? Ich will ihn unbedingt kennenlernen. Und wo hast du sonst so gearbeitet? Ich war vorher im Steinbruch. Oh, wow! Ich war auch schon mal in einem. Das ist echt cool. Ja, aber im Steinbruch muss man immer vorsichtig sein. Warum? Das eine Mal ist ein Tunnel über mir eingestürzt. Und was hast du dann gemacht? Ich bin durch die Felsen geprescht und hab mich so gerettet. Du bist durch die Felsen geprescht? Das war keine große Sache. Oh, ich glaube, wir sind gleich da. Was? Das ging ja schnell. Hey, Manny, erzählst du mir später noch mehr Geschichten? Aber sicher doch. Tschüss, Ditibo. Schönen Tag noch. Tschüss, bis später. Das ist das Industriegebiet, in dem Manny arbeitet. Und runter damit. Der Nächste. Hier, bin schon da. Sag mal, du bist doch der neue Güterzug. Ja, mein Name ist Manny. Manny, der Mächtige. Dann lass uns mal loslegen. Klasse. Willkommen an Bord. Hallo, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Hallo. Oh, da ist Manny. Und, bereit für den nächsten Container? Klar, ich fahre ein Stück vor. Hä? Warum? Na, wenn ich ein kleines bisschen weiter vorfahre, kannst du mich leichter beladen. Oh, das ist aber sehr lieb von dir. Ich helfe, wo ich kann. Wow, Manny ist echt spitze. Nach der Arbeit fährt Ditibo zurück nach Großtöffingen. Hallo, Leute! Hallo, Ditibo! Bist du mit der Arbeit fertig? Ja. Und habt ihr schon den neuen Zug gesehen? Hä? Ein neuer Zug? Ja, ihr kennt ihn nur noch nicht. Er ist ein Güterzug und heißt Manny. Ein neuer Güterzug? Ja. Er ist orange mit gelben und schwarzen Streifen. Er hat eine tiefe Stimme und ist wirklich stark. Wie stark kann ein Neuling schon sein? Nein, im Ernst. Er hat sogar schon Komplimente bekommen. Wie beeindruckend. Im Steinbruch ist mal ein Tunnel über ihm eingestürzt. Aber er ist einfach durch die Felsen geprescht. Wow, unglaublich. Ist das wahr? Mhm. Ah, Diesel, hast du Angst, dass Manny dir etwa die Show stiehlt? Nein, überhaupt nicht. Diesel, es ist Zeit, zum Hafen zu fahren. Mach dich bereit. Okay.
Genie und Sing Sing, bitte haltet euch auch bereit. Okay. Bis später, Titibo. Bis dann. Wow. Wie schön. Oh? Oh. Orange und schwarz-gelb gestreift? Du musst der neue Güterzug sein. Wer? Titibo hat von dir erzählt. Oh? Ja, ich habe heute angefangen. Ich finde nicht, dass er eine tiefe Stimme hat. Und sag mal, was machst du denn gerade? Ich habe die schönen Blumen bewundert. Ah, Blumen sind wundervoll. Echt? Ich finde Blumen auch zauberhaft. Ich kann dir einen Ort zeigen, an dem es ganz viele davon gibt. Klingt toll. Ich habe zu tun. Ich düse mal weiter. Ja, ich muss auch los. Bis dann. Bis dann. Diesel ist am Hafen angekommen. Ich bin bereit für meine Ladung. Hey, noch ein Neuling. Oh? Du bist wohl der neue Güterzug aus Großtöffing. Herzlich willkommen. Schön, dich kennenzulernen. Oh? Das muss dieser Manny sein, von dem Titibo erzählt hat. Sehen wir mal, wie mutig er wirklich ist. Gut, fangen wir an, die Container zu verladen. Laden. Oh, warte mal kurz. Ich glaube, ich stehe nicht an der richtigen Stelle. Hä? Von hier sieht alles gut aus. Regeln sind so. Wir halten an der Markierung. Ja. Du kannst anfangen. Haha, ein wahrer Perfektionist. Und jetzt aber. Oh, Momentchen. Bitte verlade die Container ganz langsam. Hä? Warum? Ich will keine Kratzer auf meinen Güterwaggons. Alles klar. Dann bin ich besonders vorsichtig. Vielen Dank. Oh, komisch. Manny soll doch stark und mutig sein. Ich schätze, Titibo hat sich mächtig geirrt. Na klar, kein Güterzug kann mutiger sein als ich. Titibo, Titibo. Titibo! Hallo, Diesel. Ich hab Manny gesehen. Wirklich? Er ist total mutig, oder? So ein Quatsch. Er ist eher das totale Gegenteil. Was? Bist du sicher? Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Er hatte schon beim Verladen wirklich sehr große Schwierigkeiten. Das klingt überhaupt nicht nach Manny. Hallöchen. Also dann, wollen wir mit dem Verladen anfangen? Klar. Laden. Moment noch. Hä? Was ist denn los bei dir? Oh, bitte sei ganz, ganz vorsichtig. Ich fürchte mich so sehr. Das kann nicht sein. Aber sowas von. Hallo, Leute. Hallo. Worüber habt ihr denn geredet? Ich habe Manny heute endlich gesehen. Ich hab's gerade Titibo erzählt. Oh, ich hab ihn auch gesehen. Manny und ich wollen uns Blumen anschauen. Manny liebt Blumen auch so sehr wie ich. Manny hat behauptet, dass er Blumen liebt? Ja, wir haben wirklich sehr viel gemeinsam. Die Blumen duften so herrlich. Also, ich glaube, ihr irrt euch. Nein, du irrst dich hier. Das stimmt. Er ist ganz anders, als du ihn beschrieben hast. Oh, wie eigenartig. Inzwischen hat auch Sing Sing den neuen Zug kennengelernt. Oh, das ist wohl Manny. Bitte aussteigen. Ah, endlich angekommen. Und ich bin fertig. Oh. Hallo! Hallo! Wie ist er so schnell zum Bahnhof gekommen? Kann ein Güterzug so schnell sein wie ich? Und erledigt. Manny hat seine Arbeit beendet und ist wieder in Großtöffingen. Titibo! Oh, das ist Manny! Hallo, Manny!
Hallöchen, wie schön. Manny, stimmt es, dass du Blumen magst? Du liebst sie doch, oder? Hattest du wirklich Angst, als Cranny die Fracht verladen hat? Das habe ich dir doch gesagt. Wovon redet ihr? Ich will wissen, wie ein Güterzug nur so schnell sein kann. Schnell? Ah, jetzt verstehe ich. Bald versteht ihr es auch. Hallo. Hey, Bruder. Hi. Wir sind doppelt. Es gibt zwei Mannys. Wir sind Zwillingsbrüder. Ich heiße Bernie. Zwillingsbrüder? Ja. Wir sehen vielleicht ähnlich aus, aber wir sind sehr verschieden. Das stimmt. Und wer von euch mag gerne Blumen? Das bin ich. Und das am Hafen war auch Bernie? Ja. Aha! Und ich habe dich auf der Brücke gesehen. Wie bist du danach so schnell zum Bahnhof gekommen? Ich bin der, den du am Bahnhof gesehen hast. Und ich bin über die Brücke gefahren. Seht ihr? Du hast erst mich und dann Manny gesehen. Oh, das erklärt alles. Ihr seht wirklich ganz genau gleich aus. Ja, wer war jetzt wer? Naja, schaut doch mal genauer hin. Es gibt ganz kleine Unterschiede. Sogar unsere Streifen sehen anders aus. Ah! Jetzt sehe ich es auch. Oh, wie unhöflich von mir. Ich heiße Dittibo. Ich bin Genie. Ich heiße Sing Sing. Wie schön, dich kennenzulernen. Und ich bin Diesel, der mutigste Zug in der Stadt. Toll, euch kennenzulernen. Gleichfalls. Herzlich willkommen in Großtöffingen. Großtöffingen hat jetzt zwei neue Züge. Und sie haben auch schon neue Freunde gefunden. Dittibo und Setta machen einen Ausflug. Heute ist Dittibos freier Tag. Hey, ihr beiden! Dittibo! Habt ihr frei? Wollen wir zusammen spielen? Ich muss zur Arbeit. Ich auch. Ah, ich glaube, Setta hat heute frei. Vielleicht hat Setta ja Lust auf einen Ausflug. Das glaube ich weniger. Setta verlässt Großtöffingen nicht so gern. Ach, welcher Zug sagt schon Nein zu einem Ausflug? Na gut, ihr zwei. Dann bis später. Er wird enttäuscht sein. Ja. Okay, jetzt wird organisiert. Hi, Setta. Wollen wir draußen spielen? Spielen? Du hast doch heute frei, oder? Lass uns rausfahren. Ich bleibe aber lieber in Großtöffingen. Aber draußen haben wir bestimmt eine Menge Spaß. In Großtöffingen habe ich immer ganz viel Spaß. Alles fertig. Es macht Spaß, Güter- und Fahrgastwagen zu organisieren. Und wenn alle Züge unterwegs sind, gibt es nichts Schöneres als eine ausgiebige Zugwäsche. Ein nettes Plätzchen. Es ist auch schön, ein Mittagsschläfchen zu machen. Großtöffingen ist der tollste Ort. Draußen ist mir einfach zu viel los. Deshalb bleibe ich lieber hier. Genieß deinen Ausflug, Dittibo. Setta! Warum mag er es draußen nicht? Ich wette, ihm wird es gefallen, wenn wir zusammen draußen sind. Gelbe Wagen gehören hierher. Setta! Was für ein Schreck! Komm, wir fahren los! Nur dieses eine Mal! Bitte, bitte, bitte! Entschuldige, aber ich organisiere jetzt lieber. Mach das doch alleine, Dittibo. Rote Wagen gehören dorthin. Komm schon, Setta! Willst du wirklich hier bleiben? Los! Ich werd ganz Banane. Dittibo, ich kann so einfach nicht arbeiten. Oh, tut mir leid. Oh nein. Die Wagen sind ganz durcheinander. Kommst du jetzt mit mir raus? Ich brauche jetzt eine Zugwäsche. Das tut gut. Junge, Junge.
Ich brauche dringend eine Wäsche. Irgendein Zug ist schon seit Ewigkeiten da drin. Oh, ich muss mich beeilen. Entschuldigung, die Anlage ist frei. Bist du fertig, Setter? Aber na ja, ich will mich gar nicht waschen. Ich will jetzt lieber mit dir rausfahren und spielen. Hä? Was? Du willst was? Kommst du mit? Das klingt doch nach Spaß. Ach, nicht wirklich. Setter fährt in den Wald, um ein Mittagsschläfchen zu halten. Ach, so schön. Setter! Didipo, was machst du denn hier? Ich mach mit dir ein Nickerchen. Echt? Soll ich dir ein Schlaflied singen? Nein, schon gut. Schlaf, Züglein, schlaf. Der Vater hütet. Didipo. Mutter schüttelt. Schön, du hast gewonnen. Ich komm mit. Okay? Dein Ernst? Das werd ich. Aber wirklich nur ganz kurz. Sicher. Okay. Wir werden so viel Spaß haben. Das verspreche ich dir. Ja. Didipo, Didipo. Didipo und Setter machen heute einen Ausflug. Sag ich doch, ist es nicht schön hier? Ganz bestimmt. Wir sind da, da ist der Hafen. Ah. Und los! Okay. Boah. Hey, wen haben wir denn da? Wo kommt die Stimme her? Du lieber Zug! Setter, ich bin Jung! Schau hoch! Ich hab dich gar nicht erwartet! Oh, hallo, Didipo! Cranny, du hast mich echt erschreckt! Hallo, Cranny! Hoffentlich ist Setter jetzt nicht verärgert! Setter, besuch mich ruhig öfter! Tschüss, wir müssen jetzt weiter! Fahren wir! Bis dann, Didipo! Lass dich mal wieder sehen, Setter! Okay, pass auf dich auf, Cranny! Hallo, ihr zwei! Diesel! Du kommst auch mal raus? Ich weiß! Boah! Die Güterwaggons hast du von mir! Ja, ich kann's kaum glauben, dass Didipo dich rausbekommen hat! Oh! Ich brauchte nur eine kleine Abwechslung. Didipo hat dich bestimmt dazu überredet, was? Nein, hab ich nicht. Egal, Hauptsache Setter hat Spaß. Na dann mal los. Ich muss zur Arbeit. Bis später, Diesel. Setter, komm, lass uns fahren. Okay. Wir müssen zum Umkehren die Drehscheibe nutzen. Fahr einfach darauf. Okay. Auf etwa so? Ja, perfekt. Oh nein, irgendetwas stimmt mit der Drehscheibe nicht. Ich nicht auf. Mir ist so schwindelig. Oh, tut mir so leid. Ich muss Setter etwas zeigen, das ihm richtig gut gefällt. Sing Sing ist echt super schnell. Sie ist unglaublich. Ach ja, ich kenne einen tollen Ort, den du ganz sicher magst. Mir nach. Didipo beschließt, Setter zu einem ruhigen Bahnhof auf dem Land zu bringen. Gefällt's dir? Hübsch, was? Ich wusste, dass es Setter hier gefallen würde. Heiliges Gleis. Genie! Wir sind da. Vorsicht beim Aussteigen. Oh, wow. Die Fahrgastwagen habe ich angehängt. Wir sind angekommen, Kinder. Passt auf die Stufe auf. Oh, Didipo, du hast Setter tatsächlich rausbekommen. Ja. Ist das deine Strecke, Genie? Ja, heute fahre ich kleine Kinder. Das klingt nett. Boah, dein toller Zug. Wo denn?
Frau Lehrerin, darf ich in den Zug rein? Ich auch! Oh, ich weiß ja nicht. Bitte! Hallo, lieber Zug. Dürfen die Kinder vielleicht bei dir einsteigen? Oh, bei mir? Kein Problem, du hast bestimmt zu tun. Ach nö, ich hab nichts vor. Yay! Wirklich? Oh, danke. Setta wird das gar nicht gefallen. Hey Kinder, bitte keine Knöpfe drücken. Setta, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Oh, ich fühle mich schrecklich. Ich hätte ihn doch nicht hierher bringen sollen. Hey, Didibo, jetzt fahren wir aber zurück in die Stadt, oder? Ja, wir fahren besser zurück. Ich wollte Setta zeigen, wie lustig es draußen ist. Aber alles ist schiefgelaufen. Oh, es regnet. Oh, komm, wir fahren los, Didibo. Es gießt wie aus Eimern. Hey, Setta? Boah! Oh? Didibo, sieh doch mal nach oben! Hä? Ein Regenbogen! Wow! Ein Regenbogen! Er ist so wunderschön! Oh! Setta, es tut mir leid, dass dein Tag so schlimm war. Was? Der Hafen war so laut und die kleinen Kinder sind überall auf dir rumgesprungen. Dann hat es geregnet. So ein Quatsch. Der Tag war klasse. Echt? Setta! Es war wirklich schön, Cranny wiederzusehen. Und zu sehen, wie meine Freunde mit den Güter- und Fahrgastwagen arbeiten, die ich selbst an sie gehängt habe, macht mich sehr stolz. Es hat sogar Spaß gemacht, mit den kleinen Kindern zu spielen. Und jetzt sehe ich diesen schönen Regenbogen. Das verdanke ich alles dir. Vielen Dank, Didibo. Oh, wie toll! Kein Problem. Ich hatte recht. Nicht wahr? Es macht viel Spaß draußen. Ja, lass uns das öfter machen. Klingt gut. Nächstes Mal kommen alle mit. Okay. Setta und Didibo hatten viel Spaß zusammen. Wenn man draußen spielt, kann man tolle Dinge entdecken. Inspektionen sind gruselig. In Großtöffingen gehen die kleinen Züge wie gewohnt ihrer Arbeit nach. Didibo ist ebenfalls auf dem Weg zur Arbeit. Okay, legen wir los. Oh, warum wackle ich so doll? Oh, heiliges Gleis, es hat aufgehört. Oh? Hey Diesel, bist du fertig für heute? Ja. Was ist mit dir? Fängst du an? Ja, du siehst aber müde aus. Ja. Aber jetzt habe ich Feierabend und kann mich endlich ausruhen. Das freut mich. Nicht schon wieder. Was ist los? Irgendwas stimmt nicht mit mir. Alles wackelt. Geh lieber zu Theo und lass dich inspizieren. Inspizieren? Was heißt inspizieren? Oh, stimmt ja, du wurdest noch nicht inspiziert. Ich nehme ihn mal ein bisschen auf den Arm. Inspektionen sind fürchterlich gruselig. Oh, sie sind gruselig? Fürchterlich gruselig. Oh, mir ist so schwindelig. Bei Inspektionen stehst du auf dem Kopf. Dann piekst dich Theo mit einer großen Nadel. Diesel, Zeit für die Spritze. Die Spritze? Ich hab solche Angst. Tut mir leid, da führt kein Weg drumherum. Zum Glück bin ich hart im Nehmen und steck das ganz locker weg. Ist es so schlimm? Und wie? Die anderen Züge halten es kaum aus. Diesel? Was gibt's, Meister Herb? Ich muss mit dir reden. Bin gleich da. Was er wohl will?
Bis später, Kleiner. Viel Spaß bei der Inspektion. Oh, danke. Oh, Inspektionen müssen fürchterlich sein. Hi, Meister Herb. Gut, dass du da bist. Du musst mir einen Gefallen tun. Was für einen Gefallen? Ein Zug ist auf dem Weg zum Hafen liegen geblieben und steckt jetzt fest. Deshalb muss ich wohl oder übel dich losschicken. Mich? Oh, ich habe aber keine Lust. Ich könnte mich einfach krank stellen. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ja, das wird klappen. Oh, ich fühle mich nicht so gut. Bist du krank, Diesel? Oh, ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich muss schnell zur Inspektion. Dann fahr mal lieber gleich zu Theo. Mach ich. Oh, warte, Diesel. Was? Fix, Lift? Ja, Meister. Könnt ihr Diesel zur Zugfabrik begleiten? Das Wackeln hört nicht auf. Was mache ich nur? Ich will nicht zur Inspektion. Dietibo? Ja? Du musst gleich auf deine Strecke. Na gut. Hi, Meister Herb. Warum wackelst du denn so? Tu ich das? Du solltest lieber zur Inspektion, bevor du losfährst. Zur Inspektion? Ja, fahr schnell zu Theo. Der weiß, was zu tun ist. Okay. Tschüss, Meister Herb. Dietibo macht, was Meister Herb ihm gesagt hat und fährt direkt zu Theo. Diesel, alles in Ordnung? Hast du Schmerzen? Wo tut es denn weh? Wo? Nun, hier und da. Sie dürfen bloß nicht merken, dass ich nur so tue. Fix? Ja, ich höre, Meister Herb. Im Steinbruch hat es einen Unfall gegeben. Bringt Diesel zu Theo und fahrt umgehend dorthin. Wird gemacht, Meister Herb. Unfall? Hey, fahr doch ruhig. Ich werde das schon irgendwie schaffen hier. Du kommst doch wirklich klar? Ja, es wird schon gehen. Na dann, Tacker. Tuff, tuff. Tacker. Tuff, tuff. Los geht's. Aua, Theo. Mir tut alles weh. Alles in Ordnung. Ich habe alles überprüft. Wie kann das sein? Die Schmerzen sind unerträglich. Ich hab Angst. Das ist doch Diesel. Die Inspektion ist bestimmt schmerzhaft. Nicht mit mir. Ich gehe einfach arbeiten. Ich bin müde. Dietibo. Oh, hallo, der Herr. Ich wackle schon wieder. Oh, geht's dir schlecht? Nein, mir geht's gut. Ich muss jetzt los. Fahr einfach los. Dietibo, Dietibo. Was für ein Nickerchen. Diese. Oh. Hallöchen, Theo. Hast du dich wieder erholt? Ja, ich fühle mich schon viel besser. Gut, dann zurück an die Arbeit. Arbeit? Oh nein. Aua, aua, die Schmerzen gehen wieder los. Ich muss mich wohl noch etwas ausruhen. Hä? Irgendwas stimmt da nicht. Das ist der letzte Halt. Ich bin erledigt. Ich bin so müde. Warum bin ich stehen geblieben? Meister Herb muss mir unbedingt helfen. Meister Herb! Meister Herb! Oh nein, mein Funkgerät muss auch kaputt sein. Das ist schlecht. Oh je, Dietibo ist liegen geblieben. Dietibo? Dietibo? Warum antwortet er denn nicht? Wir sind zurück, Meister Herb. Oh, sehr gut. Habt ihr Dietibo heute gesehen?
Habe ich nicht. Stimmt etwas nicht? Er reagiert nicht, wenn ich ihn anfunke. Didibo? Ich halte die Augen offen. Oh? Was ist mit Didibo? Ich weiß nicht. Wir erreichen ihn nicht. Er sollte zur Inspektion kommen. Oh nein! Ist das etwa meine Schuld? Ich bin gleich wieder da. Oh, Diesel! Wo will er denn nur hin? Diesel macht sich Sorgen um Didibo und macht sich auf die Suche nach ihm. Ach, wo steckt er denn nur? Oh, Didibo! Oh, Diesel! Geht's dir gut, ha? Huh? Ich kann mich nicht bewegen. Ich werde dich abschleppen. Warte kurz. Ja. Ich hab dich. Machen wir uns auf den Weg. Danke, Diesel. Meister Herb! Oh, Diesel! Didibo ist auf den Gleisen liegen geblieben. Ich bringe ihn zurück zur Zugfabrik. Und du, Diesel? Ich dachte, du wärst auch krank. Mir geht's gut. Ich fühle mich schon viel besser. Freut mich. Dann kümmere dich gut um Didibo. Mach ich, Meister Herb. Komm, wir beeilen uns lieber. Okay. Theo! Wo ist er? Ich suche nach ihm, du wartest hier. In Ordnung. Warte, Diesel! Was? Ich glaube nicht, dass ich für die Inspektion bereit bin. Ich habe zu viel Angst. Das brauchst du nicht. Inspektionen tun gar nicht weh. Aber du hast gesagt, dass die so fürchterlich sind. Stimmt. Aber das war nicht mein Ernst. Entschuldigung, Didibo. War es wohl. Ich hab doch gehört, wie du vor Schmerzen geschrien hast. Oh? Ach ja. Ich hab nur so getan, mein Freund. Oh? Hast du? Ja. Ich wollte nicht arbeiten gehen und hab nur so getan. Also, dann sind Inspektionen gar nicht schmerzhaft? Nicht ein bisschen. Aha! Na dann, ich bin bereit für die Inspektion. Diesel. Theo! Wie bitte? Meister Herb! Du bist gar nicht krank. Du hast einiges zu erklären. Aber jetzt solltest du Didibo inspizieren, Theo. Klar. Das war's. Oh, sind wir etwa schon fertig? Mhm, war gar nicht so schlimm. Stimmt. Oh. Wow. Ich hab so gut wie nichts gespürt. Von jetzt an musst du regelmäßig zur Inspektion. Ja, Meister Herb. Ende gut, alles gut. Was dich betrifft, Diesel, warum hast du dich krankgestellt? Mach das nie wieder. Ich habe mir große Sorgen gemacht. Entschuldigung. Ich werde es nie wieder tun. Theo, Meister Herb, wenn Diesel mich nicht gerettet hätte, wäre ich jetzt nicht hier. Er hat mich auch davon überzeugt, zur Inspektion zu gehen. Und jetzt geht's mir viel besser. Didibo. Er hat recht. Diesel hat heute auch was Gutes getan. Diesel, dieses eine Mal lasse ich dich noch davonkommen. Danke. Das freut mich, Diesel. Trotzdem hast du eine Strafe verdient. Ich verdonnere dich zum Putzdienst. Was? Ich werde deine Arbeit morgen begutachten. Also schwing den Putzlappen. Aber ich habe mich doch schon entschuldigt. Das passiert, wenn man lügt. Dank Diesel war Didibo bei der Inspektion. Das war höchste Eisenbahn. Und keine Lügen mehr, Diesel. Bernies verborgenes Talent. In diesem Steinbruch arbeiten die Güterzüge. Ich bin der Nächste. Hey, das ist doch Manny. Manny, heute gibt es etwas mehr zu tun. Schaffst du das? Klar, ich schaff doch alles. Auf dich ist wirklich Verlass, Manny. Manny ist einfach unglaublich. Ach, du lieber Schnellzug! Oh,
Pass auf! Penny! Danke, Manny. Gern geschehen. Puh, Manny hat's wirklich geschafft. Manny ist der stärkste Zug von allen. Da hast du recht. Wow. Unglaublich. Toll. Nach der Arbeit fährt Bernie zurück nach Großtöffingen. Bernie! Huh? Hallo! Oh, hallo. Hey, Bernie, was ist los? Ich will meine Arbeit gut machen, aber irgendwie bin ich nie gut genug. Du musst dich nur anstrengen, dann bist du eines Tages so gut wie ich. Das stimmt. Kopf hoch, Bernie. Ich wünschte, ich wäre so stark wie Diesel oder Manny. Natürlich wirst du genauso gut sein. Ach, Didipo, meinst du? Na ja, du musst dich aber auch ein wenig ins Zeug legen. Diesel, kannst du mir da helfen? Ich? Dir helfen? Ich möchte ein guter Zug sein, so wie Manny und du. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Du willst also ein toller Zug wie ich sein? Na gut, ich helfe dir, Bernie. Danke, Diesel. Diesel hilft Bernie? Diesel möchte Bernie beibringen, ein toller Güterzug zu sein. Starke Güterzüge haben mächtige Donnerstimmen. Donnerstimmen? Ja, ich zeig's dir. Und jetzt bist du dran. Juhu! Das war viel zu leise. Du musst lauter rufen, sonst gibt's kein Echo. Okay. Juhu! Gar nicht so leicht. Hey, das war ziemlich gut. Jetzt können wir mit der nächsten Lektion weitermachen. Wie? Das war's? Versuch jetzt, mit deinen Güterwaggons richtig schnell zu fahren. Aber es ist gefährlich, mit den Waggons schnell zu fahren. Die Geschwindigkeit gehört aber dazu, wenn du zu den Besten zählen willst. Wenn du meinst. Oh, das rumpelt ganz schön heftig. Noch schneller, Bernie. Güterzüge sind hart, ich nehme. Schneller, Bernie. Ja, na gut. Nachdem Bernie und Diesel den ganzen Tag geübt haben, fahren sie zurück in die Stadt. Und Bernie, wie ist es, so toll zu sein wie ich? Ich weiß nicht. Es fühlt sich noch nicht so an. Oh, Blumen, wie schön. Der Duft. Ich liebe Blumen. Das verstehe ich nicht. Was ist so toll an Blumen? Sie sind wunderschön. Huch. Ein Kaninchen. Hallo, kleines Kaninchen. Ich heiße Bernie. Bernie, richtige Güterzüge spielen doch nicht mit Kaninchen. Komm, fahren wir weiter. Na gut. Tschüssi, kleines Kaninchen. Na komm schon. Oh, ich beeile mich. Am nächsten Morgen muss Bernie wieder arbeiten. Und runter. Der Nächste. Guten Morgen. Hallo, Bernie. Du klingst heute besonders motiviert. Vielen Dank, mein Freund. Diesel hatte wirklich recht. Schnellfahren gehört dazu. Juhu! Oh nein, Bernie ist umgestürzt. Das ist gar nicht gut. Didipo, Didipo. Meister Herb! Wir haben Bernie dabei. Oh, was ist passiert, Bernie?
Es tut mir leid, Mr. Herb. Bernie wurde zum Glück nicht schlimm verletzt. Ich habe mir wirklich große Sorgen um dich gemacht. Ich hoffe, du wirst dich schnell erholen. Na gut. Wirklich? Bernie hatte einen Unfall? Ja, er ist in einer Kurve entgleist. Das klingt aber überhaupt nicht nach Bernie. Leute, ich glaube, das war meine Schuld. Was? Ich habe zu ihm gesagt, dass tolle Güterzüge besonders schnell fahren. Du hast was? Währenddessen arbeitet Manny am Hafen. Laden, vorsichtig laden. Und fertig. Danke, und weiter geht's. Oh, Manny, pass auf, das ist zerbrechlich. Pass schon. Haha, jetzt geht's ab. Ja. Yeah. Ich hab ja nur einen Waggon. Da kann ich einen Zahn zulegen. Ja. Yeah. Oh. Affen? Ich hab doch Angst vor Tieren. Manny erinnert sich an eine furchterregende Begegnung. Ach, die gute Luft. Oh, was haben wir da? Sind das Schafe? Oh, weg mit euch! Runter da! Oh, ich kann so wirklich nicht weiterfahren. Meister Herb! Manny, was ist los? Ich habe ein paar Affen geladen und die machen mir fürchterliche Angst. Bleib tapfer und warte dort. Ich schick dir Hilfe. Okay. Bernie, wie geht es dir denn? Hab von deinem Unfall gehört. Naja, mir geht's gut, aber ich glaube, dass ich ein miserabler Güterzug bin. Bernie. Diesel? Ja, Meister Herb. Fahr bitte sofort zum Hafen. Manny transportiert Tiere und steckt in Schwierigkeiten. Manny und Tiere? Manny hat große Angst vor Tieren. Wirklich? Hallo, kleines Kaninchen. Du, Bernie, willst du mir helfen? Du liebst doch Tiere, nicht wahr? Ich? Dir helfen? Und so fahren Bernie und Diesel los, um Manny zu helfen. Manny! Oh, Bernie, ich schaff das nicht allein. Keine Sorge, koppel den Waggon ab. Der Käfig hängt an mir fest. Ich hab Angst. Manny, aber die Affen tun dir doch gar nichts. Jetzt versuch es noch mal in Ruhe. Na gut. Boah, ich hab's geschafft. Das war toll, Manny. Danke. Und zurück. Puh, vielen Dank, Bernie. Gerne. Hm? Diese Affen sind völlig außer Rand und Band. Oh ja. Wie wär's mit einem Lied? Didibo, didibo, didilididibo. Immer Spaß unterwegs, kleiner Zug, didibo. Didibo, didibo, didilididibo. Mach weiter, die Affen mögen es. Du rockst, Bernie. Das ist mein Bruder. Egal, ob's warm ist, schneit oder regnet, auch bei Wind und Wetter. Er ist immer auf dem Gleis, er ist mein bester Freund. Didibo. Nach diesem anstrengenden Tag fahren Manny, Bernie und Diesel zurück nach Großtöffingen. Da seid ihr ja! Bernie, ich kann kaum glauben, wie toll du warst. Er war ein richtiger Held. Danke, Manny. Diesel, entschuldige dich. Bernie hat deinetwegen einen Unfall gehabt. Wovon redest du da? Oh, naja. Ich hab dir doch erzählt, dass man als Güterzug besonders schnell fahren muss. Bernie, es tut mir leid. Oh. Schon verziehen. Dank dir weiß ich endlich, worin ich gut bin. Genau.
Keiner kann so gut Tiere transportieren wie Bernie. Tierisch gut. Bernie, der tapfere Güterzug. Danke, Leute. Bernie hat endlich sein verborgenes Talent entdeckt. Herzlichen Glückwunsch, Bernie.